Auf verschiedene musikalische und Straßentheater-Highlights können sich die Besucher der diesjährigen Veranstaltungen des Dülmener Sommers freuen. Das Kulturteam der Stadt Dülmen stellte jetzt das Programm im Rahmen eines Pressetermins vor. Wir sind im letzten Sommer oft gefragt worden, wo denn wohl das NN-Theater gewesen wäre. Die hatten im letzten Jahr kein neues Stück und sie kommen am 25. Juli in diesem Jahr wieder auf den Marktplatz und präsentieren zum Reformationsjubiläum ein Stück über Martin Luther. Musikalisch wird Jimi Hendrix im Vordergrund stehen. 75 Jahre wäre er in diesem Jahr geworden. Musikalische Highlights Dülmener Sommer. Wir starten am 22.07. mit einer Double-Headliner-Show. Also wir haben zwei Acts auf der Bühne. Bei uns musste das Los entscheiden, wer anfängt und wer als Headliner auf der Bühne stehen wird. Wir haben einmal die Blue Poets dabei. Dahinter ist die Gitarrenlegende Markus Dehme. Und wir haben dann Blue Plays Hendrix, also mit der deutschen Gitarrenlegende Thomas Blug. Damit haben wir sicherlich die beiden besten Fender Stratocaster-Spieler Deutschlands auf der Bühne und wir werden den ganzen Sachen das Motto geben, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix würde am 27.11.2017 75 Jahre alt werden und da passen die beiden einfach perfekt hin. Dazu kommt, dass wir noch einen Gastmusiker an dem Abend dabei haben werden. Wir haben auch in Dülmen jemanden, der sehr, sehr gut auf diesem Instrument ist und da das gleiche Modell spielt. Nick van Delft wird als Gastmusiker bei einem der beiden Projekte mitspielen. Die meisten Besucher werden jedoch die vier Sommertheateraufführungen anziehen. Theater, Pantomime und Artistik stehen diesmal auf dem Programm. Je besser das Wetter, desto besser der Besuch. Aber die Erfahrungswerte zeigen, dass pro Jahr zwischen 8.000 bis 10.000 Menschen die Veranstaltungen des Dülmener Sommers besuchen. Ohne Sponsoren wäre die erfolgreiche Veranstaltungsreihe Dülmener Sommer nicht möglich. Denn bei allen Veranstaltungen ist der Eintritt kostenlos. Die Sponsoren sind 18 an der Zahl. Das ist sehr stabil seit vielen, vielen Jahren. Wir haben Sponsoren, die sind seit 20 Jahren dabei. Und ich kann über die Sponsoren nur sagen, wir sind so froh, dass es sie gibt, denn ohne sie gäbe es den Dülmener Sommer nicht. Den Auftakt machen am 22. Juli die Blue Poets und die Black Plays Hendrix.